Herzlich willkommen! In diesem Video betrachten wir zwei Sonderfälle vom Trapez, nämlich das gleichschenklige und das rechtwinklige Trapez. Den Link zum Skript findest du wie gewohnt in der Videobeschreibung. Beginnen wir mit dem gleichschenkligen Trapez. Zur Erinnerung, beim Trapez sind zwei Seiten parallel zueinander. Hier sind das die Seiten A und C. Was ist jetzt neu? Die beiden Schenkel sind jetzt gleich lang. Es gilt B ist gleich D. Die Winkel an den Parallelseiten sind gleich groß. Es gilt Alpha ist gleich Beta und Gamma ist gleich Delta. Zudem besitzt das gleichschenklige Trapez eine Symmetrieachse. Die Symmetrieachse ist die Streckensymmetrale der Parallelseiten. Diese Symmetrieachse ist hier orange markiert. Die Diagonalen sind gleich lang, der Schnittpunkt liegt auf der Symmetrieachse, dieser Mittelpunkt M. Und jedes gleichschenklige Trapez besitzt einen Umkreis. Der Umkreismittelpunkt ist der Schnittpunkt der Streckensymmetralen der einzelnen Seiten. Der zweite Sonderfall ist das rechtwinklige Trapez. Beim rechtwinkligen Trapez sind die beiden Winkel, die einem Schenkel anliegen, gleich 90 Grad. Das heißt, es gibt einen Schenkel, wie hier diesen Schenkel D, wo beide anliegenden Winkel 90 Grad groß sind. Wir betrachten nun die Konstruktion bei einem gleichschenkligen Trapez. Bei einem gleichschenkligen Trapez sind ja die Schenkel gleich groß. Gegeben sind die Seite A, die Seiten B und D, da ja B gleich D ist, und die beiden Diagonalen, die ja gleich groß sind. Wie konstruieren wir jetzt dieses Trapez? Wir starten einmal mit der Seite A. Und dann erkennen wir, dass wir eigentlich sehr viele Größen darüber gegeben haben. Seite A 7 cm. Gleich beschriften, Eckpunkt A, Eckpunkt B, Seite A. Wie gehen wir nun weiter vor? Wir haben zwei Seiten und zwei Diagonalen gegeben, das heißt vier Strecken. Und ähnlich wie beim SSS-Satz benötigen wir jetzt einen Zirkel. Wir können nämlich, um den Eckpunkt D zu erhalten, hier die Diagonale E und hier die Seite B abschlagen. Dann haben wir den Eckpunkt D. Machen wir das Ganze. Das heißt, 6,5 cm in den Zirkel nehmen, im Eckpunkt B einstechen, Kreisbogen ziehen, Seite B in den Zirkel nehmen, 5 cm, Eckpunkt A einstechen und die 5 cm abschlagen. Wir halten einen Schnittpunkt. Dieser Schnittpunkt ist unser Eckpunkt D. Dasselbe können wir auch für C machen. Das heißt, wir nehmen jetzt gleich diese Größe, diese 5 cm, unsere Seite B in den Zirkel, schlagen jetzt aber die Seite B vom Eckpunkt B ab, nehmen die Diagonale E noch einmal in den Zirkel, 6,5 cm, und schlagen jetzt diese Diagonale E vom Eckpunkt A ab. Dieser Schnittpunkt entspricht dann dem Eckpunkt C. Verbinden und in weiterer Folge noch beschriften. Dann wurde das gleichschenklige Trapez konstruiert. B, C und D. Oder wir schreiben gleich B, da sie ja gleich groß sind. Jedes gleichschenklige Trapez besitzt einen Umkreis. Diesen Umkreis möchten wir jetzt noch konstruieren.
Dazu benötigen wir die Streckensymmetralen. Wie konstruiert man eine Streckensymmetrale von einer Seite? Mehr als die Hälfte der Seite in den Zirkel nehmen, von jedem Eckpunkt abschlagen, versucht möglichst fein zu arbeiten. Hier entstehen dann zwei Schnittpunkte und dann die Streckensymmetrale leicht durchziehen. Das heißt, nicht so stark aufdrücken mit dem Bleistift, sondern eher fein durchziehen. Dasselbe dann für die Seite B. Hier dann die beiden Schnittpunkte markieren, Streckensymmetrale durchziehen und wir halten im Endeffekt bereits unseren Schnittpunkt hier. Zur Kontrolle verwenden wir jetzt noch die Seite D, die Strecke AD, auch hier beide Schnittpunkte kennzeichnen und verbinden und dann sehen wir auch hier, dass diese Streckensymmetrale auch genau durch diesen Punkt durchläuft. Und aufgrund von Symmetriegründen ist die Streckensymmetrale A auch gleich die Streckensymmetrale von C, da man ja gleich weit von links und rechts in die Mitte gegangen ist. Das ist jetzt unser Umkreismittelpunkt. Ich zeichne noch einen Radius ein. Der Radius ist ja immer vom Umkreismittelpunkt zum Eckpunkt. Das könnte man jetzt auch mit jedem anderen Eckpunkt so machen. Wie konstruieren wir den Umkreis? Umkreisradius in den Zirkel nehmen, im Umkreismittelpunkt einstechen und dann einen Kreis zeichnen. Und man erkennt sehr schön, dass der Umkreis durch jeden Eckpunkt geht. Wir sind nun am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Falls ja, gib mir einen Daumen nach oben. Alle Skripte mit den Lösungen findest du auf meiner Homepage. Hier unten sind noch die Links zum Abo und zur passenden Playlist. Bis zum nächsten Mal.